stell dir vor, da ist ein Mädel, für die hast du vielleicht sogar schon Gefühle und plötzlich landest du in der Friendzone. Ja, die gefürchtete Friendzone. Ich glaube, wir alle haben damit schon mal Erfahrungen gemacht. Dabei kannst du der Friendzone super einfach aus dem Weg gehen. Ich selber lande nie in der Friendzone. Was nicht heißt, dass ich bei jeder Erfolg habe, aber es ist schon ein riesiger Unterschied, ob du selber sagst, hey, ich bin in der Friendzone, oder einfach nur sagst, ich habe einen Korb bekommen. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Ab sofort wird die Friendzone in deinem Leben keine Rolle mehr spielen. In diesem Video verrate ich dir nämlich, wie du es schaffst, nie mehr in der Friendzone zu landen. Ich bin Chris Kiss und das ist Hashtag Hilf mir. Hey ihr Fashion Boys und Girls da draußen und willkommen zum Dating Dienstag. Mich hat diesmal folgende Zuschauerfrage erreicht. Der Philipp hat geschrieben, Hashtag Hilf mir, hey Chris. Da fehlt ein H. Ja, das H in Chris steht anscheinend für hübsch. Deine Videos haben mir schon sehr viel geholfen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank zurück, das freut mich mega zu hören. Jetzt mein Problem. Mein Leben besteht aus einer einzigen Friendzone. Du hast dazu schon Videos gemacht, aber mein Problem ist ein anderes. Es geht mir immer so, dass wenn ich ein Mädel nur freundschaftlich mag, sie mit der Zeit sich in mich verlieben. Das ist mir schon so oft passiert. Und dann muss ich sie immer friendzonen. Aber ich möchte halt nichts von denen. Und wenn ich mal ein Mädchen wirklich gut finde, lande ich da meistens in der Friendzone. Wäre cool, wenn du mal ein Video dazu machen könntest. Geht, glaube ich, vielen so. Ja, das stimmt. Das geht wirklich vielen so. Und das ist auch das Feedback, was ich regelmäßig von Zuschauern bekomme. Zum Beispiel auch in meiner privaten Hilfe bei Tippi. Friendzone ist natürlich super scheiße. Aber Friendzone bzw. Freundschaft zwischen Männern und Frauen ist grundsätzlich natürlich nichts Schlimmes. Bevor jetzt wieder der Erste kommt, aber Chris, Männer und Frauen dürfen doch auch befreundet sein. Ja, natürlich dürfen sie das. Und auch ich selber habe super viele weibliche Freundinnen. Aber die Friendzone, von der wir hier in diesem Video sprechen, hat natürlich nicht viel mit Freundschaft zu tun. Und das ist vielleicht schon die erste große Erkenntnis. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht, wo ich dir erkläre, warum Friendzone eine riesengroße Lüge ist. Ja, findest du hier oben. Und das finde ich ganz wichtig zu verstehen. Wir haben auf der einen Seite wirkliche Freundschaft und wir haben auf der anderen Seite diese Friendzone, die man vom Dating kennt. Tja, die große Frage, warum lande ich denn überhaupt in der Friendzone? Weil mich niemand liebt und ich gar nicht so viel Geld habe und voll hässlich bin. Okay. Ja, wenn du so denkst, dann ist das auch kein Wunder. Dein Mindset entscheidet darüber, ob du in der Friendzone landest oder nicht. Und dabei gilt es zunächst zu verstehen, dass die Friendzone einfach nur ein Korb ist. Ein netter, vielleicht schon höflicher Korb. Viele Mädels sind so erzogen, das hat ganz viel mit Höflichkeit zu tun, mit guter Erziehung. Und die trauen sich einfach nicht, dir direkt mitzuteilen, dass sie kein Interesse haben. Weil wenn ich als Mädel dir sagen würde, hey, ich habe kein Interesse, du bist nicht mein Typ, dann bietet das leider ganz, ganz viel Potenzial, dass du auf einmal anfängst, rumzudiskutieren, Gegenargumente zu finden und ich als Mädel auf einmal ganz, ganz viel Stress damit habe. Die Friendzone ist also der einfachste und stressfreiste Weg, eine Abfuhr zu erteilen. Weil wenn das Mädel kein Interesse an dir hat, dann hat sie auch kein Interesse daran, mit dir darüber rumzudiskutieren, warum sie kein Interesse hat und warum du ja eigentlich ein super toller und netter Typ bist. Und als wäre diese Erkenntnis nicht schon blöd genug, haben wir das Problem, dass genau das ja auch sehr, sehr häufig funktioniert. Ne, das Mädel sagt dir, hey, lass uns nur Freunde bleiben und du sagst, ja klar, machen wir. Hä? Tja, viele Typen denken sich, wie will keine Beziehung? Okay, dann halt nur Freundschaft. Hauptsache, ich hab noch Kontakt mit ihr. Damit klammerst du dich an den Strohhalm, der schon abgebrochen ist. Was bei den neuartigen Strohhalmen aus Nudeln überraschend häufig passiert. Du landest also in der Friendzone, weil du es mitmachst. Dieses Problem gäbe es also gar nicht, wenn du dich nicht auf ihr Lass uns Freunde bleiben einlassen würdest. Die beste Antwort, wenn sie versucht, dich in die Friendzone zu stecken, ist also, nein, danke, ich habe schon genug Freunde. Gut, jetzt ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Wie kann ich es denn vermeiden, überhaupt in die Friendzone zu kommen? Erstens, verhalte dich nicht wie ihre beste Freundin. Du bist immer da für sie zum Quatschen. Du springst sofort, wenn sie was bei WhatsApp will. Du holst sie nachts mit dem Auto ab und hast immer eine starke Schulter zum Anlehnen. Das ist nicht
süß, sondern das ist verzweifelt. Brudi, du bist nicht ihre beste Freundin. Für genau diese Dinge hat sie Freunde und Familie. Und wenn sie die nicht hat, also die nicht für sie da sind, ganz ehrlich, dann würde ich von dieser Frau auch die Finger lassen. Ist leider immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Spiel also nicht ständig ihren persönlichen Kummerkasten oder noch schlimmer ihren Therapeuten, der ihr unbedingt helfen will. Wenn du nicht in der Friendzone landen willst, dann verhalte dich auch nicht von Sekunde 1 an wie ihr neuer bester Freund. Sei nicht 24/7 für sie verfügbar, führe nicht ständig diese super emotionalen und süßen Gespräche mit ihr und spring nicht sofort, nur weil Madame dir ein Stöckchen hinwirft. Du bist ein Mann und damit ein potenzieller Sexualpartner von ihr, also verhalte dich auch genauso. Zweitens, behandle sie nicht wie ein kleines Kind. Ja, sie ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht aus Zucker. Brudi, nur weil sie eine Frau ist, musst du sie nicht mit Samthandschuhen anfassen. Wow, stell dir vor, Mädels wollen völlig normal behandelt werden und nicht wie ein kleines Kind. Spiel nicht den großen Retter und Beschützer und versuch nicht ständig, die Probleme für sie zu lösen. Brudi, das kriegt die selber hin. Und wenn sie es selber nicht hinkriegt, ist es trotzdem nicht deine Aufgabe. Weil sie alleine muss sich um ihre Probleme kümmern. Und wenn sie es nicht schafft, dann braucht sie professionelle Hilfe, also zum Beispiel eine Therapie. Alles nicht dein Problem. Und dadurch bist du auch kein Arschloch oder irgendwie empathielos oder so, sondern wir alle haben unsere Problemchen, aber ich muss die halt selber erstmal bei mir in den Griff bekommen, weil ich muss es schaffen, alleine glücklich zu werden und erst dann kann ich zu zweit glücklich werden. Weil sonst bin ich emotional einfach noch nicht in der Lage für eine Beziehung. Behandle sie nicht wie ein kleines Kind, heißt aber auch, dass du ihr auch mal einen dummen, frechen Spruch drücken darfst. Ja, sie verarschen, sie aufziehen, ihr auch mal Kontra geben. Falls du es noch nicht wusstest, aber in deinem Wortschatz existiert auch das Wort Nein und nicht nur Ja. Nein, doch. Ähnlich wie du es wahrscheinlich auch mit deinem besten Kumpel machst. Da bist du auch nicht übervorsichtig oder übernett. Du musst bereit sein, auch mal ein Risiko einzugehen. Nur wenn du bereit bist, das Mädel zu verlieren, kannst du sie auch für dich gewinnen. Drittens, hab keine Angst vor Berührungen. Oder um es anders zu sagen, werd auch mal körperlich. Berührungen, ja, sogenanntes Kino, das kommt von Kinästhetik. Oh nein, wir sprechen nicht davon, dass du ein touchiger, creepiger Typ bist. Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Nein. Doch. Nein, das hat damit auch zu tun. Sondern, dass du einfach keine Angst vor Nähe hast. Du bist also nicht übervorsichtig, sondern du bist der Typ, der sie auch mal am Arm berührt oder auf die Schulter klopft, wenn er eine Story erzählt. Das ist ganz wichtig, nicht nur im Dating, sondern auch in Freundschaften. Denn Berührungen und diese Nähe baut Vertrauen auf. Aber natürlich auch sexuelle Anziehung. Du bist ein Mann mit sexuellen Bedürfnissen, genauso wie Frauen, die auch haben. Also steh da auch zu und verhalte dich nicht wie ein Neutrum. Sie muss sich als Mann und damit als potenziellen Partner wahrnehmen. Fehlende Körperlichkeit ist der größte Grund, warum du in der Friendzone landest. Sie schreiben und konzentrieren sich lieber auf Herzchen-Emojis als auf ein persönliches Treffen. Denn nur bei einem Treffen kann es auch zu Berührungen kommen. Und ganz wichtig, zum Kuss. Und der muss kommen. Wenn du zu vorsichtig bist, ja, zu viel Angst davor hast, dass sie den Kuss abblocken könnte und es dadurch nicht machst, dann landest du unter Garantie in der Friendzone. Es ist also ganz simpel, dem Mädel klarzumachen, dass du ein Mann bzw. ein potenzieller Partner bist, nämlich indem du sie einfach küsst. Spätestens beim zweiten Date solltest du sie küssen. Natürlich vorausgesetzt, eure Treffen und eure gemeinsame Zeit war bis dahin cool und hat Spaß gemacht. Aber das sollte eigentlich auch klar sein, weil wenn eure Treffen bisher nicht cool waren, dann solltest du auch kein Interesse mehr daran haben, weiter am Ball zu bleiben. Und das erklärt am Ende auch deine Frage, lieber Philipp. Denn klar, die Mädels, an denen du kein Interesse hast, ja, bei denen bist du auch nicht übervorsichtig und die fangen auf einmal an, sich für dich zu interessieren. Aber die Mädels, die du gut findest, für die du vielleicht schon Gefühle hast, ja, da fängst du an dann irgendwie mit diesem ganzen Kopfkino. Du überlegst viel zu viel, oh ja, kann ich jetzt den Spruch bringen, kann ich das machen oder verärgere ich sie damit? Und das ist schon der erste Schritt in Richtung Friendzone. Alles, was du also tun musst, ist entspannt zu bleiben, ein Treffen auszumachen und sie zu küssen. Ja, selbst wenn sie den Kuss abblockt. Denn so weiß sie trotzdem,
dass du auf sie stehst. Und damit hoffe ich, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn das der Fall ist, lass mich das mit einem Daumen nach oben wissen. Schreib gerne einen Kommentar mit deinen Erfahrungen und vielleicht Tipps. Ich bin wie immer sehr gespannt. Jetzt geht es auf der Seite weiter. Denk noch an das Abo. Wäre mega cool. Ja, Leute, wir wollen ja irgendwann nochmal diese 100.000 Abonnenten erreichen. Wäre ziemlich geil. Ich würde mich freuen. Macht's gut, bis nächsten Dienstag. Haut rein und ciao.